Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Command & Conquer 4 Tiberium Twilight. Das letzte Command & Conquer Spiel soweit, also Generals 2 kommt ja als nächstes. Dazwischen gab es das Free-to-Play Tiberium Alliances, in dem aktuell das Endgame implementiert wird. Aber naja gut, also es ist wirklich auch trotz Endgame nicht sehr spektakulär. Ich mache jetzt noch so lange mit beim Endgame, aber es ist ein anderes Thema. Davon zeige ich auch auf meinem Kanal auch eigentlich nichts, weil im Browser-Spiel, naja, whatever, das muss nicht sein, oder? Auf jeden Fall, Command Conquer 4, Tiberium Twilight, das Ende aller Dinge, die letzte Nordmission im Spiel, der epische Abschluss der Tiberium-Saga. Und los geht's, wir wollen ohne lange Umschweife losmachen. Er ist aufgewacht. Es ist so schön, dich zu sehen. Ich weiß, das ist dein Gesicht und dein Körper. Ich weiß, das bist nicht du. Aber das ist mir egal, okay? Ich sehe, du bist es. Ich sehe es in deinen Augen. Stehen Sie auf. Wir gehen. Nein, er ist gerade erst aufgewacht. Es gab 5 Implantate, jetzt gibt es nur noch eins, und zwar nur noch sie. Ich habe hier Tausende von Jahren zugebracht, nur für diesen einen Moment. Ich fand die Menschen in Schlammhütten, selbst in Höhlen vor. Durch mich stiegt ihr empor. Ich führte euch auf den richtigen Weg. Jetzt haben wir fast das Ziel erreicht. Wenn das TKN online geht, kriegt ihr euren Planeten wieder. Und ich kann unwiderruflich hier weg. Tun Sie mir diesen letzten Gefallen. Betreten Sie den Turm. Betreten wir den Turm. Der Preis ist so gering. Nicht. Wir freuen uns, dass wir hier bleiben. Aber wir können den Gefallen nicht tun, denn wir sind Kanes treuer Diener. Endlich, Commander. Der Tag der Entscheidung. Es wird Zeit, den Scrimturm zu aktivieren. Aber dazu müssen wir unseren Freunden von der GDI die Kontrolle des TKNs entreißen. Sobald wir das Netzwerk synchronisiert haben, ist unsere Himmelfahrt nur noch eine Frage der Zeit. Seien Sie trotzdem vorsichtig. Laut unserer Information verlegt die GDI derzeit neue experimentelle Fahrzeuge in diese Region. Mehr wissen wir leider nicht. Commander, das ist Kanes letzter Schachzug. Wir dürfen nicht scheitern. Okay, die letzte Nordmission. Der Tag der Entscheidung. Es wird Zeit, den Scrimturm zu aktivieren, damit die Himmelfahrt gelingen kann. Kanes Himmelfahrt. Dazu müssen wir den Freunden der GDI natürlich das TKN die Kontrolle entreißen, was sehr heftig wird, denn die werden sich sehr schwer wehren. Es sind 6 Knoten, die wir halten müssen. Und 4 davon hatte GDI von Anfang an. Also es ist heftig. Trotzdem, wir müssen auch vorsichtig sein. Unsere Informationen pflegt Chai. Laut unseren Infos pflegt jetzt GDI hier experimentelle Waffen oder Fahrzeuge. Mehr wissen wir nicht. Und Kanes letzte Schachzug. Wir dürfen nicht scheitern. Gleich noch eins vorab. Das Video wird aufgeteilt in 2 Videos, wie schon beim letzten beiden Missionen, denn 25 Minuten habe ich nur Aufnahme pro Video, das schaffen wir nicht in einem. Denn wir haben schon 2 Minuten 30 bald und wir müssen das natürlich dann in 2 Videos aufteilen. Deshalb werde ich dann einfach durchweg aufnehmen die Mission und dann wird es eben 2 Videos sein, die hochgeladen werden, wenn es 2 Videos sein. Und ich bitte nicht wundern, wenn nach diesem ersten Video erstmal der zweite Teil fehlt, den lade ich später hoch. Keine Angst. Los geht's. Wow, ein fettes Gemetzel. Juggernauts. Und Bombe. Und oh je, das Ende aller Dinge ist nah. Scrimturm, Ground Zero im Jahr 2077. Wir haben zwar Unterstützung durch andere Modcrawler, aber die könnt ihr vergessen. Die könnt ihr vergessen. Wir wollten den Offensiven. Und wir wollten hier runter. Also ihr könnt die Unterstützung durch die anderen Crawler könnt ihr komplett neues Einsatzziel erhalten. Vergessen. Die können gar nichts. Die letzte Schlacht steht bevor. Die GDI mobilisiert alles, was sie hat. Das Einzige, was die können, ist die Krimbeeren. Sie können uns nicht mehr aufhalten.
Kate, ich kann nicht behaupten, dass ich Ihre Aktionen verstehe. Ich kann daher nur hoffen, dass Sie sich zu Ihren Versprechungen bekennen. Avenger bereit. Also wir sichern erstmal diesen Knoten. Und wie gesagt, wir haben hier 6 Knoten. Der wird von GDI gehalten, der. Und die Bar von uns. Allerdings schafft es unsere Truppe, der KI-Gegner, immer wieder diese Knoten zu verlieren. Und deshalb, wenn es bei 0 ist, die Kontrolle, haben wir verloren. Und ich habe die Mission schon verloren, mehrere Male auf normal. Darum spielen wir sie jetzt leider auf leicht. Es tut mir leid. Seht ihr bitte nach, aber die Mission ist so schlecht gebalanced. Also unsere KI, ne, die verbündeten Nordis können wirklich nichts, während die vom Gegner alles können. Und einfach schlichtweg overpowered ist. Weshalb wir hier jetzt versuchen werden, mit unseren paar Tanks erstmal diesen Knoten zu sichern und dann vorrücken werden. Wir müssen da schnell sein. Wir speichern auch gleich ab, aber erstmal holen wir noch unseren Ingenieur. Das ist schon mal Team 1. So, die halten sich hier auf, während der Ingenieur schon mal den ersten Kristall hier holen will. Und Ingenieur Nummer 2 sich den Kristall holen will. Die brauchen wir auf jeden Fall. Auf alle Fälle. Ohne sind wir aufgeschmissen. Ah, come on. Eine Einheit wird angegriffen. Alles klar. So, du holst dir den. Ich warte hier. Feindlicher Crawler geortet. So, den hat er. Und jetzt, Freunde, gehen wir gleich direkt mal auf das und hier 2 und das. Und jetzt, Freunde, war hier irgendwo Feindeinheiten gesichtet. Das Wrack. Dieses Wrack holen wir uns. Der Avatar. Haben eine Einheit verloren. Unser Crawler wird angegriffen. Oh, dann waren wir angegriffen hier. Wir waren angegriffen. Feindliche Crawler geortet. Hol dir den. Hol dir den. So, das ist gefährlich. Avenger bereit. Vorrücken. Bereit, Sir. Avenger in Position. Wir müssen dann aufpassen. So, den einen hätten wir. Okay, Minenfeldzug. Feindlicher Crawler geortet. Wir dezimieren den Feind. Bereit, Sir. So, Team 2. Team 1. Wir wären soweit. Speichere ich mal kurz ab. Ja, es ist ganz wichtig, dass wir hier mal speichern. Das ist echt sehr wichtig. LP1, das Ende aller Dinge. Ja. Gucken auch kurz mal, was die Uhr sagt. Es ist. Ja. 7 Minuten Aufnahme. Wir haben niemals allzu lange in der ersten Aufnahme. Wir gehen jetzt direkt weiter. Ja, gehen in die Richtung. Also, wir haben ja gespeichert zur Not. Können wir das wieder aufrufen? Nein, 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 kommen wir hier lang. Feindlicher Crawler geortet. Sicher. Feindeinheiten gesichtet. Und das sind hier sowieso schon Feinde. Aber die bashen wir zurück. Feindliches Kommando geortet. Okay, er ist der Nächste. Bereit, Sir. Was hab ich Ihnen denn getan? Wieso müssen die auf unseren Ingenieur gehen? Das ist doch Mumpitz. Könnt alles angreifen, aber nicht unseren wertvollen Ingenieur. Unterwegs. Was Interessantes? Warte nur auf Ihre Befehle. So, 1. Avenger bereit. Ich bin der NG. Feindlicher Crawler geortet. Sicher. Komm schon. Vorstoß läuft. Alles läuft nach Plan. Ich bin der Beste. So, Jungs, ihr müsst hier runter. Komm mal, wir müssen jetzt nämlich diesen Knoten befreien. Feindliches Kommando geortet. Wir sichern Sie nach hinten. Ich habe alles im Griff. Wir sind im Kampf, Sir.
Avenger in Position. Holen wir sie um. Dann den Talon. Unser Crawler wird angegriffen. Vernichten. Wir feuern mit der weiteren weiter. Vorrücken. Jeden Angriff. Und den Kommando. Kommandoeinheit vernichten. Die ist natürlich ziemlich gut. Und dann den Crawler. Stufe 2 oder sogar schon Tier 3, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss er weg. Feindlicher Crawler geortet. Und wir bauen jetzt unseren Crawler schnell hier auf. Unser Crawler wird angegriffen. TKN-Synchronisierung bei 50%. Weiter so. Und dann auf die Drohnen. Kane. Trotz meiner Bemühungen hat sich das Militär inzwischen meiner Kontrolle entzogen. Sie müssen alleine zurechtkommen. Den Spanner vernichten. Hier Upgrade-Kisten holen. Avenger bereit. Vorstoß läuft. Warte nur auf Ihre Befehle. Den wollen Sie notwehren. Wird repariert. Kamalo. So, und jetzt war hier irgendwo eine Medusa. Wir speichern kurz ab. LP1. Kamalo. Ach so, da war keine Medusa, aber noch ein Mammutpanzer. Und der Mammutpanzer ist natürlich so voran, hat sich diesen Upgrade-Kristall noch. Feindlicher Crawler geortet. Aus dem Weg. Mammut unterwegs. So. Ganz unterwegs. Wichtig. Haltet die Augen offen. Mammut. Feindeinheiten gesichtet. Können wir hier runter? Avenger, bitte melden. Und dann gehen wir schnell noch hier hin. Denn hier ist noch ein Upgrade-Kristall, den brauchen wir auch noch. Ganz wichtig. Wir wollen Tier 3. Tier 3. Upgrades. Avenger bereit. Komm mal und hol den dir. Hol ihn dir und da haben wir ihn. Und Tier 3. Wir haben Zugriff auf Stufe 3 Technologien. Backup-Systeme sehen gut aus. So, das abgefüllte Stealth-Panzer, das brauchen wir später noch. Bereit, Sir. So, und er versucht sich. Sicher. Den Kristall zu holen. Die TKN sind schon synchronisiert. Machen Sie weiter. Sie wollen die Kontrolle über dieses Netzwerk erlangen, nur über meine Leiche. Flammenspur ist einsatzbereit. Infiltrationsmodule einsatzbereit. So, die Upgrades haben wir jetzt eigentlich alle bis auf eines. So, auspacken den Crawler und dann gucken wir mal, wie es mit der Zeit ausschaut. Ich sag schon mal, ja, wir sehen uns im nächsten Video. Gleich zumindest. So, den Spanner hier weg. Feindlicher Crawler geortet. Unterwegs. Alles klar. Alles im Griff. Sie wollten es so. Kommen wir und ich auch noch. So, und jetzt müssen wir uns beeilen. Es reicht, wenn wir diese Knoten halten. Es reicht. Was jetzt? Jetzt spielen sollen, als sie doch konnten. Wir brauchen mehr Kommandeurspunkte. Sie wollen uns wohl testen. Bringen wir es hinter uns. 91%, 92%. Aber wir können mich mal am Arsch lecken. Nur noch wenige Augenblicke und das TKN ist synchronisiert. Festhalten. Ich kann nicht, ich werde nicht zulassen, dass Sie diesen Turm aktivieren. Feindlicher Crawler geortet. Den feindlichen Crawler nehmen wir noch mit. Erstmal den Spanner noch. Sie waren erfolgreich. Dass Sie es schaffen, wusste ich. Das TKN ist synchronisiert. Das Portal öffnet sich in wenigen Minuten. Gleich ist es vollbracht. Berichten zufolge ist eine schwere Einheit der GDI im Anflug. Wir wissen nicht, was es ist, aber es ist massiv. Wir wissen das. Ich weiß das. Der strategische Bomber, dieses Mistding, und den werden wir jetzt, der macht uns Probleme natürlich. Ne? Der macht uns wirklich massiv Probleme. Der killt erstmal all unsere Verbündeten. Jeden einzelnen Crawler. GDI-Bomber Arcus. Und müssen wir jetzt natürlich extrem aufpassen, dass der uns jetzt die Mission nicht verlieren lässt, denn wir haben noch keine Luftabwehr. Schnell, schnell, schnell. Unser Verbündeter hat seinen Crawler verloren. So. Am Rande der Niederlage steht die GDI. Den Mammut. Ich muss mal behalten. Den können wir weg. Es
Den weg. Diese Störung. Den weg. So, jetzt müssen wir natürlich mal weiter Stealth bauen. Die alle weg und nur noch Stealth-Panzer. Ganz wichtig, und es läuft mir verdammt nochmal die Nase, es tut mir wirklich leid. Feindeinheiten gesichtet. So, wo ist der Arcus-Status? Wo ist er denn? Hier ist er. Oh, das Mammut, verdammte Axt. Wo ist der Arcus-Bomber? Da ist der Bomber, da ist der Bomber. Jetzt aber volle Pulle drauf, volle Pulle. Crawler weg. Wir haben die liegenden Kommandeurspunkte. Feindeinheiten gesichtet. Volle Pulle auf ihm schießen. Soll ich jemanden wegbomben? Soll ich jemanden wegbomben? Jetzt! Okay, reicht das? Das war's. Die Reparaturdrohnen, die reparieren ihn, die müssen wir auch bekämpfen. Okay, reicht das? Das war neue Beschlüsse bereit. Feuer auf das Schnell! Das war's. Feuern und vergessen! Die Ingenieure, die reparieren ihn natürlich, die Schweine. Lass sie kommen! Das war neue Beschlüsse! Schnell rein und wieder raus! Lassen sie Blut! Okay, reicht das? Oh, die sind Zone Captains, auf der Schande. Okay, reicht vorbereitet. Feindeinheiten gesichtet. Sie werden mich nicht sehen. Showtime. Feuern und vergessen. Lassen Sie kommen. Schnell rein und wieder raus. Wow, ja. Feuert was das Zeug hält. Okay, reicht vorbereitet. Das war's. Haben Sie Ihre Gesichter gesehen? So, die Zone Captains haben wir. Auf den Bomber, Jungs, auf den Bomber. Ich kann doch nur eins sagen, auf den Bomber. Feindeinheiten gesichtet. Er hat noch 75% und wir verlieren die Kontrolle langsam, aber sicher. Eine Einheit wird angegriffen. Crawler hinterher. Er hat noch 69%, wir haben noch 88% Imperium-Netzwerkkontrolle. Das reicht, weiß ich nicht. Letztes Mal hatten wir noch 100, als wir die Mission einmal geschafft hatten. Nur das war ohne Aufnahme. So Leute, come on. Ich bin jetzt echt sehr konzentriert, weil ich mal länger nichts sage, liegt es einfach daran, dass ich konzentriert bin ohne Ende. So, jetzt sind wieder diese dämlichen Ingenieure. Ach, Crawler, bau dich halt auf, come on. Soll ich jemanden wegbomben? Das Ding hier ist nicht gut. Soll ich jemanden wegbomben? Diese Zone Captains waren letztes Mal, glaube ich, nicht hier. Also, die haben mich jetzt irgendwie überrascht. Wow, ja. Jetzt! Lauf Panzer bereit! Lassen Sie kommen! Greifen lautlos an!
Ja, wir haben verloren, Leute. Und ich sag jetzt schon mal, bis gleich im Video 2. Sag mal, wieso ging es das letzte Mal gut und das mal nicht? Feuern und vergessen. Jetzt! Lautloser Tod. Habt ihr ihre Gesichter gesehen? Eine Einheit wird angegriffen. Rohr im Einsatz. Brücke vor zur Stationierungszone. Hinterhalt vorbereiten. Lasst sie bluten. Track die Rot vor. Jetzt Crawler, jetzt kommen. Ich schlage vor, hier bleiben wir. Lasst sie kommen. Also doch ein Witz, meinst du, der wird sich nochmal... Also komm. Der eine Mammutpanzer macht hier jetzt alles down, natürlich, verstehst du? Die werden mich nicht sehen. Kommen Sie hier nochmal raus? Soll ich jemanden wegkommen? Okay, reicht das? Lass sie kommen. Wo soll's hingehen? Bringen wir es schnell hinter uns. Werfen wir mal ein Stück. Laufpanzer bereit. Eine Einheit wird angegriffen. Hinterhalt vorbereiten. Irgendwelche Schwere. Oh, wir müssen auf diesen Mistcrawler. Diesen Mistcrawler, sage ich schon. Auf diesen mistigen, dämlichen Arkusbomber. Come on, Attacke. Aber noch 55% Kontrolle. Wie geht das denn bitte? 54. Wenn unser 50 ist, haben wir verloren. Ja, wieso ist hier keine Einheit mehr übrig? Es kann doch nicht wahr sein. Ich baue hier am Fließband und trotzdem verlieren wir. Panzer bereit. Sie werden sich gleich ziemlich wundern. Lass sie kommen. Sie können uns sehen. Okay, also das gibt's nicht. Der schießt einmal und sämtliche Einheiten sind tot. Was brauchen Sie, Commander? Langsam machen Sie mich wütend. Ja, langsam machen Sie mich wütend. Das sehe ich aber auch so. Raketenplattform bereit. Wir sind gar nicht so hart. Lass sie uns den durchschütteln. Nähere mich dem Ziel. Laufpanzer bereit. Ich baue am Fließband, Leute. Ich baue am Fließband. Ich will hier nicht sterben. Hinterhalt vorbereiten. Soll ich jemanden wegbomben? Ausrücken. Leute, come on, wir müssen den jetzt endlich mal down kriegen. Bringen wir schnell hinter uns. Nur noch 50% Fähre im Netzwerk. Kontrolle. Zu schlecht die Panzer dafür. Habt ihr ihre Gesichter gesehen? Wir haben immer nur zwei Panzer übrig. Nicht einmal mehr das. Das ist der Wahnsinn. Ich habe nicht mal meine zwei Panzer. Soll ich jemanden wegbomben? Also ich gehe jetzt auf die... Ich lasse ihn jetzt mal rumfliegen. Das ist mir gerade egal, weil es bringt mir nichts, wenn ich da angreife. Und ich sag schon mal, bis ins Video Nummer 2. Wir haben jetzt Minute 23 ungefähr. Also ja, wir sind schon Video Nummer 2. Wir sind schon in Video Nummer 2. Hallo und herzlich willkommen zurück. Weil wir haben keine Chance gegen den Arkusbomber. Der Crawler wird angegriffen. Guckt er das an? Guck dir das an. Hältst es nicht aus, ne? Sie können uns sehen. Soll ich jemanden wegbomben? Startsequenz initialisiert.